Ja, und hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part zu Let's Play Monster Hunter Try Ultimate. Oder wie die meisten sagen, Ultimate, mir egal, wie man das ausspricht, ich sag Ultimate. Ich finde, das hört sich besser an. Ultimate, ultimativ und so weiter, ne? wir müssen planschen gehen und ich hoffe, du kommst nicht mit. Ich bin... Ja, wir lassen das Thema. Okay, wir gehen. Am liebsten würde ich jetzt mit Sheer allein schwimmen. Blub, blub. Aber nur dann, wenn sie vor mir schwimmt. Ah, Sheer schnuppt mir. Okay, wir drehen ja jetzt ein Let's Play. Hust. Okay. Ja, wir gehen weiter, denn wir müssen jetzt schwimmen gehen. Auf zum Mogawald. Ah, holy, ist heute wieder so lustig. Es kann sein, dass... Es kann... Hey, ich bin's, Juni, der Sohn vom Chef. Ich habe von dem Erz gehört, dass du abgehauen hast. Abgebaut hast. Nicht schlecht. Wirf einen Blick auf deine Karte. Siehst du? Dir steht der ganze Mogawald offen. Gut, du solltest mehr ausgehen. Jetzt kannst du gerade durch den Wald laufen. Bis zum Meer. Und das ist gut, da ich möchte, dass du zum Meer gehst und einen der Mondfische fängst. Yeah, Stahl Hardcore Quest. Die dort rumschwimmen. Ein Mondfisch ist eine gute Übung für die Unterwasserjagd. Und ich wette, du kannst etwas Übung vertragen. Außerdem wäre es ein tolles Geschenk für das Mädel, das dafür zuständig ist, Gildenquest für dich zu finden. Ja, ich habe kurz gestoppt, weil ich Mädel gelesen habe und ich musste wieder an meine süße Sheera denken. Schluffi. Dafür zuständig ist, Gildenquest für dich zu finden. Also, wenn du bereit bist, dann mach dich zum Meer in Gebiet 11 auf. Alles klar, schließen. Okay, wir starten auch gleich mal zum Meer, zum Wasser. Jetzt ist die Frage, gibt es eine Abkürzung? Ja, es gibt eine Abkürzung. Jetzt ist die Frage, ob wir die nehmen sollen. Nee, wir laufen einfach den längeren Weg. Wir genießen die Grafik. Außerdem kann ich euch während dem Hinrennen etwas erzählen. Nämlich, ich habe jetzt bei meinem Hauptspeicher gestoppt zu spielen offline. Ich bin jetzt gerade bei der Quest, dringenden Quest zu Xerdois. Das heißt, ich spiele mit diesem Let's Play Speicher offline rein, nur im Dorf, bis zu dieser Stelle, wo ich mit meinem Main Character bin, also mit meinem Main Spielstand. Hauptspielstand, so für die Deutschen. Juggies? Moment mal, ich brauche ein bisschen Punkte. Kann ich denn mit One-Hit? Yeah, die sind mit One-Hit down. Oh, ist das nice. Ey, dabei habe ich mein Großschild noch gar nicht aufgewertet. Wir farmen ein bisschen Punkte, denn wir werden diese Punkte brauchen. Die Frage ist, soll ich ausweiten? Nee, ausweiten werde ich nicht. Denn die erste Rüstung, die ich hier bauen werde, auf meinen Let's Play-Charakter, wird die Juggie-Rüstung sein. Die werde ich dann alleine farmen, offscreen. Natürlich, den Juggie machen wir als erstes natürlich mit euch zusammen. Aber auf das Farmen, das mache ich dann alles offscreen. So, dass es dann immer ein neuer Part ist und nicht immer das gleiche Monster. Ja genau, ich spiele mit diesem Speicher bis zu Xerdois und danach lösche ich diesen Charakter und spiele dann mit meinem Main-Charakter weiter. Sprich, ich drehe dann mit meinem Main-Charakter weiter und auch online. Sprich, mit euch dann. Also ich freue mich schon tierisch drauf. Ich versuche jetzt diese Parts, also diese ganzen Levels hier, was ich gerade jetzt mache, so schnell wie möglich abzuschließen, damit ich so schnell wie möglich bei meinem Hauptcharakter bin. Damit wir dann wieder zusammen Spaß haben können, meine lieben Freunde. Ich werde mir dann die Leute raussuchen, Leute. Ich denke mal, als erstes werde ich... Shiralein ist sowieso immer dabei. Bereit für nasse Füße? Dann bringe ich dir bei, wie man nach Mogart schwimmt. Hast du gerade gegessen? Egal. Richte die Kamera in die Richtung, in die du schwimmen willst und beweg dich. Änderst du mit der Kamerasteuerung deinen Bildausschnitt, schwimmst du in diese Richtung. Das ist schon alles. Sprinten, Ausweichen und Angreifen funktionieren genauso, wie wenn du auf einem festen Boot stehst. Üb das Steuern der Kamera und wie du dich umher bewegst. Ehe du dich versiehst, schwimmst du wie ein E-Pilot. Oder wie ein Lagi. Wähle mit der Steuerkreuz die Richtung, in die du schwimmen willst und bla bla bla, wir kennen das schon. Dab dab dab. Bop bop bop. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich killen? Ich kille mal. Bam. Aber ich glaube, ich muss zu den Mond fischen. Ja, weil ich habe eine Harpune? Nee, ich habe keine Harpune bekommen. Das ist doof. Hätte ich eine Harpune mitnehmen sollen? Na egal. Ich gehe Fische töten. Oh Mann, ich habe eine Harpune erhalten. Ich glaube, ich habe die in die Box gelegt. Ich bin so doof. Ach, und ich sollte dir noch etwas zum Schwimmen sagen. Versuch nicht zu ertrinken. Auf der linken Seite des Bildschirms siehst du einen senkrechten Balken. Das ist dein Sauerstoffbalken. Wenn er leer ist, dann bist du tot. Kannst du nicht mehr atmen. Dadurch verringert sich dein Gesundheitsbalken schrittweise. Okay. Zum Glück kannst du deinen Sauerstoffbalken auf drei verschiedene Arten auffüllen, ehe du Fischfutter wirst. Schwimm an die Oberfläche und hol Luft oder benutze ein Item oder schwimm in die Blubberblasen rein, die hier in den Boden rausragen. Hier zum Beispiel. Das habe ich jetzt übersprungen, damit es etwas schneller geht. Nom nom nom. Oh, übrigens Leute, in Try, ich liebe es zu schwimmen. Ich liebe Quests zu schwimmen und ich liebe es auch unter Wasser zu kämpfen. Das macht Monster Hunter sowas von vielseitiger, als nur an Land zu kämpfen. Das Ganze gibt irgendwie so ein... Und das Ganze, wenn ich nochmal Ganze sage, dann ja.
Herr Holy. Oh, Sequenz. Lagi. Nee, Mundfisch. Aber ich habe keine Harpune. Ich habe die Harpune in die Kiste gelegt beim vorigen Part. Ich bin so doof. Ich bin so skilled. Willst du den langen, flachen Fisch nicht zu übersehen? Was? Das ist ein Mondfisch, deine Beute. Du hast Glück, dass er nicht sehr schnell schwimmt. Schwimm nah ran und erledige ihn. Richte deine Kamera auf dein Ziel und greif an. Vergiss diese Technik nie, dann machst du schnell Fortschritte. Du kannst Fische mit der Waffe schwächen, doch ich empfehle eine Harpune. Dann kannst du Materialien entfernen. Gut, dann möge die Wasserschlacht beginnen. Erledige diesen Fisch. Ja, yeah, Geronimo Lagi. Boah, fette Monster. Oh mein Gott, Hilfe. Das werden wir nie im Leben schaffen, Leute. Warte, ich muss ausweichen. Boah, ja, ausweichen. Boah, der trifft uns fast. Er kommt. Er hat uns gesehen. Ah, blocken. Okay, geblockt. Alles klar, weiter geht's. Und nicht zu viel halten, Hogan. No, no, no. Sind nur kleine Fischchen und... Ops. Hallo? Glitsch ich durch? Jetzt! Gute Arbeit, Jäger! Wenn du so weitermachst, hast du vielleicht eines Tages die Ehre, mich Junior zu nennen. Das mache ich doch schon. Na, wie gefällt dir die Jagd unter Wasser? Verfolge dein Ziel mit der Kamera. Das ist der ganze Trick. Ganz unter uns. Beim Spielmenü wurde jetzt die Option zurück zum Dorf hinzugefügt. Ja, das ist nice. Mit dieser Option kann... Ja, das weiß ich. Komm, ich stelle den Dorf und ich brauche nicht weiter sammeln und ich brauche nicht zurückgehen und ja, und ich kann einfach quatschen. Fische. Bombsch. Gut, 31. Okay, 31 Punkte und zurück zum Dorf und nehmen wir auch gleich mal die nächste Quest an oder was auch immer das jetzt wird. Wir haben noch 7 Minuten. Ah, wir haben noch genug Zeit, Leute. Moment, ich muss das denken, denn ich war kurz vorher draußen. Draußen ist schweinekalt übrigens. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber... Oh mein, so kalt bei uns. Ah, okay. Holy, geht das besser. So, was willst du denn? Du arbeitest jetzt für die Jägergilde. Da stehen dir sicher noch aufregende Zeiten bevor. Jedenfalls wollte ich dir eine Kleinigkeit geben. Schließlich hast du mir das ganze schöne Erz gebracht. Da will ich auch hoffen, dass du mir was gibst. Du alter Sack, du. Das hier ist eine Rüstkugel. Normalerweise bekommt man sowas beim Abbau und damit kann ich deine Rüstung verbessern. Schau dich mal in meinem Menü um. Rüstungsfertigung, deine Rüstung verbessern. Hast du's? Ja, okay, ich drücke auf deinen Kopf und dann kann ich in deinem Menü rumblättern. Und vergiss nicht, die Einzelheiten in deiner Jägernutzung nachzuschauen. Ja, Rüstkugel im Bauch gelegt, alles ganz sehr nice. Wir können jetzt übrigens auch jetzt Rüstung aufwerten, wie der Gute gesagt hat. Empfiehlt sich nicht bei der Anfangsrüstung. Überhaupt nicht. Verschwendet bloß nicht eure Rüstkugeln in der ersten Rüstung. Macht das erst später, wenn ihr nach der Jacke-Rüstung halt. Also, die Jacke-Rüstung würde ich auch nicht aufwerten. Was willst du denn schon wieder? Du warst sehr gut bei der Mondfischjagd. Du schwimmst schon wie ein Fisch, aber vergiss das Gelernte nicht wieder. Ach, das hätte ich fast vergessen. Die Kleine von der Gilde hat eine Nachricht für dich. Die Kleine interessiert mich auch noch. Die Schüler. Schau mal bei ihr vorbei, falls du das noch nicht genug getan hast. Gut, wir haben noch keine Dörfer, bitte. Gut, wir können gehen, wir können, glaube ich, Quest annehmen. Ja, sieht gut aus. Oh, was bist du denn? Nee, was bist du denn schon wieder? Oh, da bist du ja wieder. Wie lief es mit dem Schwimmen? Bist du jetzt eins mit dem Wasser? Rauch so viel, tut mir leid, dass ich ganz ein Huste, aber der Rauch ist schlecht. Ja, es ist kompliziert, gerade wenn man sonst die Wald jagt. Wasser muss man sich nach oben und unten bewegen. Hast du das gewusst? Das ist wie beim Fliegen eines Vogels. Zumindest hast du gute Lungen. Habe ich zumindest gehört. Ha, meine Witze sind so gut und flachsig schlapp, was? Lass dich von dem bisschen Wasser nicht abschrecken. Und jetzt ist der große Moment. Die Bezahlung. Ich musste die letzten Reste aus dem Sparpuli dafür zusammenkratzen. Ab sofort musst du selbst für dich sorgen. 1500 Z! Ja! Wir haben Geld. Wir sind reich. Juhu! Mal schauen, was hast du? Juhu, ich habe neue Ware und ich kann alles verkaufen und ich habe nicht lieb und was hast du? Wettsteine haben wir. Apone brauchen wir nicht. Nee, alles und. Monsterbücher! Monsterbücher, viele wissen es nicht. Monsterbücher sind dafür da, dass ihr hier in den Jägernotizen nachlesen könnt. Monsterliste und hier stehen dann die Notizen von den Monstern, Informationen, wie oft ihr sie gekillt habt, wie oft ihr sie gefangen habt und wie groß das Monster denn war. Was es noch bringt, was noch geil ist in Try Ultimate, was es in Try leider nicht gab auf der Wii-Version, ihr habt wieder die Gildenkarte wie auf den PSP-Versionen. Ich bin so gehypt davon, ich sehe es richtig nice. Ihr habt wieder eure eigene Gildenkarte, ihr seht, wie viel Quests ihr gemacht habt, eure Freundschaftsstufe, ihr könnt das rumeditieren. Waffennutzungen im Moga, Tansia oder in der Arena. Ihr könnt euch alles anzeigen lassen. Im Moment, der Wogerwald wird nicht berechnet, wie ihr seht.
Dann die Spielzeit, wie oft, wie lange ihr gespielt habt und welche Quests ihr gemacht habt, wie oft ihr gestorben seid, naja, wie oft ihr gestorben seid nicht, aber es steht immer in dem Protokoll drinnen, wenn einer gestorben ist, der Name, wenn er gestorben ist und wie oft er gestorben ist und die Auszeichnungen. Leute, schaltet das mal an. So viele Auszeichnungen gab es, glaube ich, nicht mal in, Moment, Unite. Ne, in Unite gab es weniger, da gab es nur auf einer Seite 10 und hier gibt es, glaube ich, 12? Ja, 12. Das ist Hammer. In einer Reihe 12 Auszeichnungen. Das ist verdammt viel. Ich bin schon richtig, bin richtig gehypt davon. Ich liebe Auszeichnungen zusammen, sprich Achievements. Und das haben sie richtig nice hinbekommen. Dann hier. Und dafür sind die Monsterbücher auch noch da, dass nicht mehr das Fragezeichen steht, sondern die wirklichen Monsternamen dastehen. Und auch die Größe und alles. Denn sonst, wenn ihr die Monsterbücher nicht kauft, scheint das auch nicht auf. Und ja, und die Arena-Quests mit Bestzeiten und so weiter. Mit wem ihr gespielt habt. Und ja, das ist die Gildenkarte. Ganz gleich wie in den PSP-Teilen. Ihr könnt auch wieder eure Freunde adden, wie ihr seht. Es gibt, was für eine, wie viele Seiten gibt es denn? Das steht hier jetzt gar nicht. Na egal. Und ihr könnt natürlich eure Gildenkarte bearbeiten. Ihr könnt hier schauen, was ihr für Titel nehmt. Also, es ist geil. Mit Rufzeichen versehene Titel sind neu dazugekommen. Und unten steht, links unten über Herr Lunterer der Inhalte, da steht der Text dabei, wie ihr denn diesen Titel erhalten habt. Das ist die Gildenkarte. Hier könnt ihr rumeditieren, reinschreiben, die Begrüßung. Wobei die Begrüßung, ich bin richtig enttäuscht. Hier hat viel weniger Platz wie in den PSP-Teilen. Man kann so wenig hier reinschreiben, dass auf meinem Hauptkanal ist sie gerade noch YouTube Holy Fist X ausgegangen, ja? Nur, dass ihr es wisst. Also, es geht sich fast gar nichts aus. Das ist das Doofe. Und ihr könnt natürlich eure Pose ändern, wie ihr in der Gildenkarte stehen sollt. Richtig geil. Und den Hintergrund, das Hintergrundbild. Auch hammergeil hingelöst. Und davon gibt es auch Download-Content. Jetzt im Moment gab es das hier zum Runterladen, dieses schwarze, und Lagi. Ihr müsst einfach nur, wie gesagt, ins Haus gehen und dann auf DLC mit der Katze reden. Und dann könnt ihr euch das auch gratis runterladen. Und ich habe auch dann 5000 Punkte. Ich wollte gerade Poké-Punkte sagen. Moga-Punkte, also Rohstoff-Punkte. So wie bei mir jetzt hier. Status, ich habe 5000 Punkte. Ihr haltet die automatisch, wenn ihr den DLC runterlädt. Also richtig praktisch. So wie Genjo Gildenliebchen. Hallo. Hey, mein Lieblingsjäger, rat mal, wer sich bei mir gemeldet hat. Ja, ich habe endlich was von der Jägergilde gehört. Hurra, wo habe ich denn das Papier? Aha, hier ist es, deine allererste Quest. Wenn du die erfüllst, gehen deine Wünsche in Erfüllung. Gehen deine Fähigkeiten und dein Ruf absolut durch die Decke. Theoretisch jedenfalls. Die einzige Quest, die ich bisher für dich habe, ist das Sammeln einiger Pilze. Also richtig, richtig spannend. Da wirst du so viel Spaß haben. Und deine Zuseher werden auch viel Spaß haben, da in dieser Quest sehr viel Action los ist. Ich sammle einiges. Bitte, ob die, meinst du etwa, trauen die uns gar nichts zu? Ja, das denke ich mir jetzt auch gerade. Ach, was soll das, Mäuschen? Zeigen wir ihnen einfach, dass wir die Arbeit gut machen. Und mit wir meine ich dich. Denn ich stehe hier nur doof rum und fuchtel mit meiner Hand gar nichts rum, denn ich bin Pantomime. Wenn du auf einer Gildenquest bist, kommst du nicht wie üblich ins Dorf. Du musst zum Basislager zurückkehren. Außerdem darfst du nicht mehr in dein Haus, denn es wird zugeschlossen und der Schlüssel weggeschmissen. Sobald du eine Quest hast, dazu muss ich die Quest erst abbrechen. Alles kapiert? Dann trag dich für die Quest ein und mach dich über die Brücke. Da links auf den Weg. Okay. Es gibt, wie ihr seht, in Try of the V-Version 1, 2, 3, 4, boom, Sterne-Quest geht das Ganze. Wir fangen mit 1 Sterne an, wir haben verdammt viel Quest-Auswahl. Pilzernte ist die erste Quest, die nehmen wir, weil die Auswahl ist einfach viel zu groß. Dann nehme ich halt gleich mal die erste Quest. Wir müssen hier 3 einmalige Pilze sammeln. Nicht wundern, es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen langweilig, aber das gehört dazu, meine lieben Freunde. Das ist Monster Hunter, das ist der Anfang, das gehört einfach dazu. So, wir legen auch gleich mal los. Ich kann euch auch währenddessen was erzählen. Da wir jetzt Quest starten, zählt das jetzt auch für die Waffenstatistik, die Quest, die wir jetzt abschließen. Und das Lager ist fertig. Junior hat gute Arbeit geleistet. Und sein Vati auch. Ich kann euch nur noch was währenddessen erzählen. Ich werde mich auf eine Waffe spezialisieren hier in diesem Let's Play. Okay, jetzt bin ich dran. Schon wieder halt. Ich bin im Dorf Moga die Expertin für Quest. Da das Lager jetzt wieder in Schuss ist, sprich doch nichts gegen den Beruf des Jägers. Der ist absolut krisensicher. Also, dieses... Holy, reiß dich zusammen, verdammt nochmal. Also, dieses Lager ist mit 3 Dingen ausgestattet, die dir bei Quest helfen... Ups. Jetzt übjagen. Jäger, schau dich um und sieh zu, dass du alle 3 dieser schwer greifbaren Wunder findest. Schwer greifbar, Pilze sammeln...
Du hast sie gefunden! Die blaue Box von dir ist auch als Vorratsbox bekannt. Und wir kennen das schon, denn wir haben schon Monster Hunter gespielt. Paintball. Ganz wichtig, Paintball, damit markiert ihr die Gegner und seht ihr dann auf der Karte. Und die rote Box, wenn ihr da hierher geht, hier könnt ihr dann die Quest-Items abgeben. Hi. Oh, du bist gut. Diese rote Box ist die Lieferkiste. Wenn du bei Quests Objekte abliefern musst, wie in dieser Quest, ist diese Kiste sehr praktisch. Wenn du Objekte hast, die du abliefern sollst, bring sie zur Lieferkiste. Ist das nicht alles sehr sinnvoll? Bei dieser Quest musst du einmalige Pilze liefern. Was wir ja schon tausendmal gelesen haben. Bobs. Du, du, du. Stell mal, Zonenwechsel. Wir holen Krall. So, wir krallen uns die Pilze, da sind sie auch schon. Alter Rote, falls sie nicht killen, lass sie erst sammeln, damit sie schön fett werden. Und erst dann killen, denn die droppen dann für ein einmaliger Pilz. Einmaliger Pilz 2, wir brauchen nur noch einen einzigen. So, da haben sie sich vollgegessen und wir chargen und werden wahrscheinlich nichts treffen, weil, oder doch? Bam! Yeah. So, den killen wir auch gleich. Das Gute nämlich an Altaroten ist, die droppen auch manchmal Monsterfluid. Und Monsterfluid ist ein seltenes Item und braucht ihr für wirklich, wirklich viele Waffen. Reiferpilz, auch ein Kontoobjekt, damit bekommt ihr gleich nach der Quest Geld. Ganz, ganz praktisch und ganz wichtig, vor allem am Anfang. Deshalb farmt unbedingt viel, nicht so wie ich jetzt durchrushen. Einfach farmen, farmt hier die Pilze, farmt Honig und alles. Also Erlesener ist auch ein Kontoobjekt. Erlesener auch ein Kontoobjekt, auch gut fürs Geld. Erlesener, oh mein Gott, ich brauche einen einmaligen, komm schon. Ach komm schon, ich muss jetzt extra nochmal die Quest wechseln. Ah, nee, nicht die Quest, sondern das Gebiet. Nee, nicht mal. Hier, oh, ich hoffe, hier sind. Bitte, 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 bitte. Ja, okay, Leute, wir haben's. Wir haben's, wir rushen gleich weiter. Hier, ganz wichtig, immer Honig sammeln. Honig ist sehr, sehr wichtig im Spiel, für Megatränke zum Herstellen. Falls ihr dann die Farm ausgebaut habt für Honig, dann braucht ihr nicht mehr so viel sammeln, denn dann braucht ihr nur noch die Punkte, die Rohstoffpunkte, um Honig zu verdoppeln oder zu verdreifachen oder zu vervierfachen und so weiter. Ausgezeichnet! Fantastisch! Wunderbar! In der Luft herumspringen und ich freue. Du hast die Quest geschafft. Als nächstes bekommst du deine Belohnung. Und es geht zurück ins Dorf. Ich berichte der Gilde von deinen Ergebnissen. Da sollten sie dir neue Quest geben. Gute Jäger sind nie arbeitslos. Das ist gut zu wissen. Mit der Zeit erhältst du mehr Quests, bei denen du Monster jagen musst. Du musst also deine Ausrüstung verbessern. Ja. Das tun wir aber noch nicht. Wir gehen dann, ich glaube, wir können jetzt eigentlich die Rostschacke angehen, weil wir viel Zeit haben werden. Oh, okay. Das dürfte reichen für diesen Part. Ich gehe jetzt noch schnell ins Dorf, lege meine Sachen ab. Und ja. Hier ist übrigens eine Abkürzung, falls ihr Lagi macht. Ihr könnt hier abkürzen. Einfach reinspringen und da unten in die Zone wechseln rein. Dann erscheint ihr im Wasser. Sprich, in dieser Wasserzone, wo ihr steht. Nicht, wo ihr schwimmt. Aber es ist eine Abkürzung. Belohnung wird wahrscheinlich sehr gut sein. Wir haben wahrscheinlich ein paar Lagi-Platten und Rathalos-Platten und Rubine drin in der Belohnung wahrscheinlich. So wie ich es erwartet habe, eine Schrottbelohnung mit Pilz und Kraut und Honig und ja. Oh Leute, ich liebe das Spiel. Das Spiel ist so geil. Und ich freue mich dann, wenn ich dann bei meinem Hauptspeicher bin. Wenn ich dann soweit bin bei Zerdois. So, die wollen reden, die wollen reden, die will reden. Wir haben eigentlich nicht viel. Wir legen die Rüstkugeln ab. Und ich wechsle die Waffe. Ich wechsle jetzt zu Gunlance. Farbball. Ne, Farbball wollte ich eigentlich mitnehmen, aber egal. Wir nehmen den Farbball mit. Zack. Sortieren hier wieder. Gehen raus. Sortieren das. Zack. Und wir wechseln zur Gunlance. Und ich werde jetzt hier übrigens nicht sortieren. Das ist nur der LP-Speicher. Der wird dann eh gelöscht. So, wir gehen hier raus. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Quest oder vielleicht sogar schon bis heute. Mal schauen, vielleicht uploade ich heute zwei Parts. Das lasst euch überraschen, denn ich muss ja Gas geben, ich muss alles nachholen. Okay, Leute, bis zum nächsten Part von Let's Play Monster Try Ultimate mit eurem lieben Holy. Over and out und ciao.